Now I done grew up around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flashback, no bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrows. So, meine Damen und Herren, wir kommen heute, wenn Sie hier in Staune, Diamant ist zweimal bei mir. Oh, ja, man merkt, ich lecke. Okay, vor. Ja, der läuft! Du läufst hier hinten einfach! Lol. Falls es bei mir ein bisschen leckt. Wir aber schon mal. Ja, das hatten wir schon mal. Hallo. Ja, es leckt gerade bei mir nebenbei sehr, sehr hart, weil ich gerade noch was für Enderman gerade hochlade. Enderman, lange nicht mehr gesehen. Jetzt sieht man sich mit der Brille wieder. Jetzt erkenne ich auch nicht mal, wer du warst. Tut mir leid. Und wir sind hier auf der wunderschönen Map von Wolli, hat den Server gespendet im Moment. Und wir helfen natürlich auch Wolli ein bisschen im Moment. Indem wir na freilich das Feld hier bunten Kraut befreien. Schon wieder. Bevor jemand was sagt, ich nutze die Fahrspur hier und nicht da drüben, weil sich meine Art nicht lohnt. Weil du tust die Hälfte. Ich sag da jetzt was. Ja, dann sag mal. Du hast doch die rechte Fahrspur. Fick dich, nein. Also, weil ich entweder fahre ich noch ein bisschen zur Seite und zerstöre noch mehr Frucht. Aber selbst der Unkraut bringt Frucht, obwohl es Unkraut ist, also fahre ich hier lang. Ich hab jetzt mal das Fahrzeug hier repariert. Ja. So, dann wollen wir mal gucken, ob das Unkraut ordentlich vernichtet wird. Warum wird das nicht schwarz? Das ist doch Unkraut-Ex hier. Mal schnell ausschalten. Das ist doch Unkraut-Ex, was ich hier fahre. Ich habe seit langer Zeit... Es macht aber herzlich wenig. Ja, eben. Check mal ein. Was denn jetzt? In der Fahrspur wird's was. Guck mal, ist das wirklich Unkraut-Ex oder bin ich gerade bescheuert? Also in der Fahrspur ist es... Ja, weil ich es überfahre. Nee. Schau, weil du's, wenn du drüber fährst, dann macht's nichts beim Unkraut. Stimmt, aber warum macht es... Aber wenn du dich drüber stellst und anmachst... Ja. Dann... Aber warum macht es dann beim Rest nichts? Hier wird zerstört. Aber warum macht es beim nix? Nee, das steigt so... Das ist bei 95%, 81. Hä? Ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist, wenn ich weiterfahre. Und das weitermache, probiere. Fahr einfach mal weiter. Was machen? Wir machen Unkraut-Ex und aus irgendeinem Grund zerstört es das Unkraut nicht. Außer da, wo er lang fährt. Also halt außer da, wo seine Reifen sind. Ist es Unkraut? Ja, das ist Unkraut. Das steht auch da 100% Unkraut. Dann fahren wir drüber, dann sind wir bei 70 bis 90 und bei der Fahrspur sind wir bei 40. Glaube ich waren es. Guck mal, hier hinten macht's auch eine schnelle Fahrspur. Doch, in der Fahrspur macht's? Hä? Ja, sag ich doch. Warte mal kurz, ich muss kurz Rotz reinmachen und dann komme ich an. Also, für die Leute, die hier gerade im Video zuschauen, der Lippe kommt dann gleich zu uns. Der ist... Nee, ich komm gleich. Ich sag doch, du kommst gleich. Mann, du sollst doch nicht so hart abspritzen, wenn du kommst, okay? So. Entspannt euch doch mal. Ich hab nichts gesagt von Erscheinen. So. Kann man das hier nicht gucken? Ja, auf der Map siehst du es ja auch, dass überall noch Unkraut ist. Ja. So viel zu, wir werden das jetzt schaffen. Ja. Dann, ich glaube aber, dann sagt uns Landwirtschaftssimulator, hey ihr Vollidioten, ihr müsst mit dem Zeug leben. Ja, ich sage jetzt mal, dass das durchaus möglich ist.
Ach, lass mich doch da durch, scheiß Fan. Olli hat einen Fan-Fetisch. Nur so als kleine Hinweis. Ja, ich mag Fan auch, aber wenn er mir im Weg rumsteht. Werden wir noch eine Sache probieren? Dafür klappe ich die mal schnell zusammen. Gute Welt. Und fährt noch mal vorfahren. Womit entfernt ihr Unkraut? Mit Unkraut-Ex. Weil es fertig ist mit das Feld. Bist du sicher, dass du keinen Dünger drin hast? Ja. Ja. Aber ich glaube, ich weiß es. Warte mal, ich probiere noch mal ranzufahren. Dann sind wir bitte Bescheid. Ich würde jetzt nicht bei synchronisiert zum gleich. Ich glaube, wenn das stimmt, dann ja. Müssen wir mit dem Unkraut leben oder was? Ne, wenn das geht, was ich denke, dann ist es lustig. Feldspitze anschauen. Was ist denn auf dem Feld? Mais. Ja. Nee. Geht nicht. Du für die Silage kommst, glaube ich, nicht drauf an. Ja, komm, dann... Ja, dann machen wir es eben weg. Dann hock dich in Häckslernei. Ja, ich mach schon die Maschine zu und dann... Ja, freilich. Ne, sowieso. Es ist ja bloß notwendig, dass die Frucht, dass mehr Ertrag kommt. Ja. Ich werde mal kurz hier bloß das... Ah! Da ist Lubik auf dem Server. Hey, Lubik! Ja, ich noch im Stapelchen. Okay, das lupet noch nicht. So, ich steck da jetzt ein Hexlochchen rein. Oh. Oh. Boah, ist aus. Was wird denn das für ein Tempomat-Level sein? 11, oder? Werde ich doch mal gucken. Ja, 10 habe ich. Hä? Ich dachte schon, ich hätte einen Mega-Bildschirm, aber... Was ist denn das für ein geiler Bug? Was? Ja, bei mir ist das Rohr nicht gedreht, aber wirft bei Enderman rein. Bei dir. Hä, bei mir ist das Rohr schön über meinem Hänger. Das ist geil. Also Tempomat 10. Jo. Also Ernten finde ich in der EU extrem schwer. Lass mal kurz den... falsch, das war falsch, da! Falsch Taste. Bleib mal ruhig. Falsch Taste, was machen gerade. Was habe ich gerade gedrückt? Ach so, okay. Ich wollte... Hast du wahrscheinlich W oder S gedrückt? Ja, ich würde mal kurz gucken. Ach hier. Hä? Ich will mich... Ey, da hat sich doch vorhin heben können. Ich wollte mich gerade heben. Ich wollte mich gerade wieder ausheben. Mit dem schönen... Ach, ich bin schon ausgehoben. Nee. Bin ich schon ausgehoben? Ja. Ja. Er kennt das gar nicht. Ich will den Sitz irgendwo da oben haben. So, kennst du ja nicht. Ah, jetzt dreht sich das Rohr. Geil. Kurz mal ein bisschen laden. Ah! Fahr!
Ja, jetzt hat es wieder mal geleckt bei mir. Ja, dir, wie geht's dir eigentlich so? Lange nicht mehr gehört. So. Das ist ja. Wir haben zwar gestern voneinander gehört, aber wir haben lange nicht mehr gehört voneinander. Ja, das. Also mir geht's. Und arbeitslich dir. Mir geht's eigentlich so. Ja, dann mach doch mal deine Rundumleuchte an hier. Was willst du eigentlich mit der Map-Boot machen? Willst du wieder draufgehen oder was? Ja, Mann. Nein, ich will nicht verkaufen. Ich hab da noch so einiges vor. So nach einem Jahr. Ja, ich habe noch einiges vor damit. Ja, ich hatte auch vorher noch einiges damit vor, aber... Also wir sind da... Du bist aber jetzt schon voll wieder. Fast. Ey, wir sind gerade mal einmal hoch und einmal runtergefahren. Ja, das ist eine gute Frage, was das für ein Trailer ist. Ich hab gerade mal 30.000. Wer ist denn der K? Schlag mich tot. So, ich fahr weiter. Wie viel wird denn der haben? 25? Nee, 25 nicht. 30, 35, sowas, oder? Ja, also aktuell sind es 38.000. Oh. So, ich also habe keine Ahnung, was los ist. 39. Ja, wahrscheinlich 45. Jetzt sind wir bei 40. Kriegt sich immer mehr okay. Ein, aber... Ja. Sag's mir Bescheid. Du hast einfach gerade da was übrig gelassen. Ja, ich war eh... Da steht noch was rum. Dann muss aber dann ein kleines Stück sein, oder? Ja. Ich fahre Ego, deswegen. Ist eine Ausnahme. Yeah. Wie gesagt, ein Ego zu fahren finde ich persönlich schwer, aber es ist realistischer, ist geiler. Ich bin voll. Oh. So, naja. Ah nee. Hä, hey, was ist? Ins Fahrsilo, oder? Ja, ja. Das war, sobald ich das kapiert habe, ja. Ach ja, im Fahrsilo muss man ja jetzt wieder hier abladen drücken. Sag mal, der hat doch keinen eigenen Tank, oder? Eigentlich nicht. Nö. Aber warum hat denn der weitergerantet, obwohl du voll warst? Ich hab keine Ahnung. Deswegen glaube ich auch lieber stehen jetzt. Aber ein bisschen zu spanisch. Das macht viel mehr Spaß so gemeinsam. Ich weiß, ja. Ich weiß noch nicht mehr, wie lange wir jetzt gespielt haben, wie lange die Aufnahme schon ist. Ja, doch irgendwie ein kleines bisschen später wohl zu speichern. Ja, irgendwie scheint das schon so. Wollen wir bleiben stehen? Ah, jetzt bin ich leer. Ach, was höre ich hier eigentlich für Rotz? Nee, scheiß Weihnachtsmusik. Also ich höre nur Copyright-Sounds. Nee, Werbung will ich auch nicht hören. Aber nee, Weihnachtsmusik. Western Country auch nicht. Ach, das ist auch richtig geil. Ja, ich höre jetzt Jazz. Jazz ist was auch was richtig Nettes. Nee, kein Bock drauf. Mit Jazz hat auch so was richtig Entspanntes. Wenn du den richtigen Chess hast. Aber warum ist das hier stehen geblieben? Ist er voll mit. Ist mitten in der Fahrspur. Ja, eben. Das sind so die drei Stänge an der Seite, das hätte ich ja kapiert. Oh, ich hab's umgefahren. Ja, hat man gesehen. Oh, wie viel Lupik wohl bringt? Tank voll. Oh, hoppala. Ah, ich glaube, ich bin voll. Oh, das hätte ich ja gedacht. Ja, weil ich gerade durch dich durchgefahren bin, bestimmt. Nö. Hat schon 3 Kilometer davor schon geleckt. Weiß nicht, was ich machen soll. Du könntest ja schon anfangen zu kubbern.
Nein, er kann anfangen, hier hinten da seine Wiese, die ich gemacht habe, aufzusammeln. Okay. Ob er jetzt Ballen pressen will oder es einfach nur mit dem Ladewagen aufsammeln will, ist ja sein Ding. Haben wir einen Ladewagen? Ich habe keine Ahnung. Doch, im Hangar. Hangar-Nale. Ja. Müsste immer sein. Nale ist nichts. Nee, das ist doch Kind gewesen. Wenn dann in der Kleinen da hinten. Nee, haben wir nicht. Ja, dann musst du Ballen pressen. Genau. Ja, dann ist die Entscheidung gleich. Ja. Oh, was sagt die Zeit? Ich glaube mal, wenn wir oben umdrehen, mache ich mal kurz Stopp. Weil dann muss ich mich gucken, wie weit die auf... Schon wieder? Ja, ich hab's gesehen. Wie der Sound ist. Ob ich Enderman oder Doppelgelaufen oder Höhle stellen muss. Das wäre am besten. Was bist du eigentlich die ganze Zeit mit Enderman? Weiß ich nicht, weil ich mit Enderman so viel spiele. Mit Diamanten natürlich. Mit Diamanten-Achse. So, dann machen wir mal kurz hier Stopp. Ja, dann schmeiß ich die Scheiße nochmal in die BGA. Genau, dann würde ich sagen, war's das mit heute mit dem ersten Multiplayer? Das ist natürlich geil, wenn ich mir noch mehr davon rausbringe. Danke an dir und Luppig. Ja, nichts zu danken. Tschüss.